Hier ist sie, die neue Xbox Series X. Pünktlich geliefert zum Vorbesteller, Auslieferungstermin am 10.11.2020. Und wir wollen das Ding mal in drei Videos vorstellen. Einmal Unboxing, einmal einrichten, einmal testen. Und mir ist es völlig egal, wie viele Videos es schon seit 4 Wochen darüber gibt, weil ich habe es vor 6 Wochen vorbestellt und es wurde heute pünktlichst geliefert. Und ich gehöre eben halt nicht zu den Leuten, die das schon vor 4 Wochen zu irgendwelchen Influencern oder Insolvenzer-Videos gekriegt haben. Keine Ahnung. Ich habe es heute gekriegt und heute freue ich mich drüber. Und deshalb gucken wir uns das heute mal an. Das ist also die Verpackung, die ist richtig schön groß und die ist richtig schön schwer. Und wir sehen schon 4K 120 FPS und 1 Terabyte SSD ist enthalten. Es ist die Series X. Hier noch ein Bild von oben. Dann, oh, die Seite, die Rückseite, Power Your Dreams. Und da geht es auch weiter. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal kurz anschauen. Geschlossen. Ist das wohl hier? Das lässt sich ohne Messer öffnen. Einfach nur. Oh, da geht's auf und hier geht's auf. Krassomat. Und dann. Einmal hoch. Okay, das ist spannend. Kapiert habe ich es immer noch nicht. Nee, da ist noch eins. So, aber jetzt. Ich mache es natürlich wieder falsch rum auf. Einen Moment bitte. Oh. So rum. So wollen die das haben. Achtung. Oh. Da, 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 da. Da ist sie. Guck dir das an. Guck dir das an. Sehr stabil verpackt in diesem festen Schaumgummi. Hier nochmal abgetrennt mit dieser Banderole. Okay, und verpackt nochmal in extra Papier. Das ist sehr schön alles. Jetzt versuchen wir das mal ganz vorsichtig hier. Oh, schwere Kiste. Eieieiei. So, da haben wir sie schon. Aha, hier drunter liegt dann mal der Schnelleinrichtungs- Guide, okay, und ja, Download, Apps und so weiter, die Anschlussvielfalt, also Schnellbeschreibung, okay, das gucken wir uns dann im Detail nochmal an, hier ist nur die stabile, okay, die Schachtel, oh, die ist wirklich stabil, also das kann man durchaus als Aufbewahrungsbox auch. Das Ganze mal zur Seite und hier ist das gute Stück selbst mit der Banderole. Schauen wir mal, wie die vorsichtig. Aha, okay. Banderole mal weg. Ja, wo ist denn? Da fehlt aber so. Machen wir das mal ganz behutsam. Das zerreißt. Oh, krass, ist das eine Schönheit. Das habe ich zu meiner Frau auch mal gesagt. Und jetzt die andere Seite. Fussel, kleines Fussel. Oh. Ups. Schaut euch das an. Ist das eine Schönheit oder was? Hm, wieso sieht man das Grün hier nicht? Wieso sieht man das Grün nicht? Oh, du bist so grün. Ja.
Also das Gerät selbst ist ja nun schon mal ein Hingucker, so wie es da steht, recht groß, hoch, schwer. Aua. Hier unten. Oh. Und wie so gern? Xbox und Hello from Seattle. Das darf natürlich nicht fehlen. Hier unten ist ein schöner gummierter Standfuß. Hier nochmal das Xbox-Logo geprägt. Das kann man fühlen. Hier oben das ganz tolle Gittermuster mit den grünen versetzten Löchern. USB-Anschluss, Auswurftaste, CD-Laufwerk, Auswurftaste, Anschalttaste, Xbox. Design hier nochmal Füßchen, falls man das Ganze im liegen möchte. Oh, jetzt sieht man auch die grünen Schattierungen besser. Und die Rückseite mit den ganzen Anschlüssen. Lüftung. Hier ist der Schacht für die Erweiterungs SSD-Karte, HDMI-Anschluss, Stromanschluss, LAN und zweimal USB. Und hier haben wir noch, was ist das? Kensington-Schloss oder? Ne, was soll das sein? Keine Ahnung. Doch, Kensington. Ein detaillierterer Blick in die Schachtel hinein offenbart dann dieses zweite Fach, welches sich wunderbar aufklappen lässt. Oh. HDMI-Kabel. Stromanschluss, Paperwork und der neue Controller. Ein bisschen neu gestaltet mit dieser zusätzlichen Taste und dem neu gestalteten Steuerkreuz. Ansonsten sieht er aus wie vorher auch. Mit entsprechenden, so jetzt pass auf, was die beilegen. Das sind vermutlich schnöde Wegwerfbatterien. Die werde ich direkt austauschen gegen Akkus. Und das war's auch schon an Zubehör. Was du siehst, ist, was du bekommst. Und das ist der Lieferumfang der Xbox Series X.